Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Mars of Orion, Conquer the Stars mit den Psylonen. Ja, es war gar nicht mehr so viel, was ich machen musste, um dieses Problem zu beheben. Mit den Dingenskirchens, ihr wisst schon. Was machen wir denn jetzt hier? Ich glaube, die Biosphären sollten wir jetzt echt machen. Dann das Klonzentrum. Die Pilzfarmen. Und dann schauen wir mal weiter. Der Planet hier entwickelt sich ja auch ganz, ganz ordentlich. Und wir haben einen Spion, der eine Aufgabe zu erfüllen hat. Wir haben jetzt hier Daten beschafft. Und ich möchte jetzt natürlich gucken, was macht seine Gewerkschaft? Was wird produziert? Damit ich abschätzen kann, wie ich vorgehen muss. So, und hier müssen wir wieder weiter bomben. Das kann eine Weile dauern, bis wir da durch diesen blöden Schild brechen. Wir haben nicht mehr genügend Bodenlandungstruppen, um da aktiv zu werden. Was kommt denn da an? Vielleicht sollten wir von diesem Angriff mal absehen. Solange wir noch keine Bomber haben. Ist nur so ein Gedanke. Und lieber das sichern, was wir haben. Römische Vorgehensweise quasi. Wir bauen jetzt wirklich erstmal alles, was wir erobert haben, wird ein Kastell hingestellt und Gutes. Ich glaube, so machen wir das auch. Huch, was ist denn da los? Die Fregatte geht einfach. Okay. Wir fliegen wieder zurück. Weil momentan kommt der hier nicht durch. Also wir haben hier eigentlich sozusagen hier einigermaßen abgesichert. Jetzt ist das hier fertig. Jetzt wird das hier geuppt. Das finde ich gut. Und da haben wir irgendetwas fertiggestellt. Ich glaube, das war wieder so ein fortschrittliches Kolonieschiff, weil wir da immer noch so fortschrittlich kolonisieren. Auf Valusia. Brauchen wir hier... das eher im Streiken. Ist eh nicht relevant. Ich mache mal hier eine Kaserne hin. Und dann eine Sternfestung. Valusia ist halt auch noch so leichtes Einfallgebiet für den Gegner. Fortschrittliches Kolonieschiff, wo will ich hin? Der ist nicht so gut, der Planet. Auch wenn der halt nicht sehr arm wäre. Der ist reich, der ist ergiebig, aber hohe Gravi. Was ist mit dem Planet? Der ist auch arm. Also das mit dem sehr arm ist halt schon echt kacke. Aber wir können hier wahrscheinlich relativ schnell eine gute Bevölkerung hinpflanzen. Was ist mit dem Planeten hier? Nee, ich glaube, ich halte von der Idee mehr, hier ein ordentliches Produktionsgebiet herzustellen, so schnell wie geht. Und jetzt wird hier taktiert mit dem Feind. Der hier so nach und nach meine ganzen Beacons auseinanderbaut. Und wahrscheinlich seine Truppen formiert. So, wir haben hier auch Daten beschafft. Der Victor hat's geschafft. Wir warpen hier rüber. Hallo, du kleine Scheißflotte. Guck mal, meine ist 10-mal so groß wie deine. Wenn ich das mal so sagen darf. Oder 40-mal so viel Angriffskraft. Und... 4-mal so viel Defensive. Das heißt, ich baller euch aus dem All noch, bevor ihr den ersten Schuss abgegeben habt. So, okidoki. Was machen wir jetzt hier? Kelef 3. Kassiert ihr hier ordentlich... Ja, ihr kassiert immer noch ordentlich hier das Zeug. Was wollen wir denn hier gebaut haben? Erstmal ein Weltraumhafen. Marinekaserne. Ditta und Ditta. Solange das hier gebaut wird, wir müssen es eh bauen. So rum. Also, solange das andere gebaut wird, also der andere Planet noch nicht so weit ist und wir noch nicht umschalten können auf den anderen Planeten mit der interplanetaren Verwaltung, müssen wir das halt so rum machen. So, und auf Aroch. Ich glaube, da baue ich mal einen Kreuzer. Wenn mir nichts Besseres einfällt, dann baue ich halt einen Kreuzer. Was haben wir denn hier gebaut? Fortschrittliches Kolonieschiff. Yeah! Noch ein Planet für uns.
Und sieht immer wieder geil aus. Ich würde es eigentlich am liebsten überspringen, aber ich mag das. Ich finde, das Spiel könnte noch mehr von diesen Animationen generell vertragen. Das würde es richtig episch machen. So, wir brauchen jetzt hier natürlich die Krustenerforschung, die werden wir kaufen. Und danach kann man hier ordentlich arbeiten. Firas ist quasi. Oh, warte mal, das ist nicht so gut. Das muss nicht sein, dass der Streikende da unten rumgammelt. Dann transformieren wir das Ganze mal in Gaia. Und dann haben wir auf Katab wieder einen Spion, den Viktor, der ebenfalls hier mal mir sagen kann, was hier gebaut wird. Und wir gucken mal, was ist das? Der hat auch, glaube ich, einen Titan. Oh, da hat er eine richtige Flotte. Das ist eine richtige Flotte, Leute. Die könnte sogar ein Gegner sein. Ziviler Transporter. Ich möchte den Titan hier runterziehen, um ihn hier mit meiner Flotte zu vereinen. Und wieder eine Struktur geht zum Teufel. Jetzt sind wir wirklich an dem Punkt angekommen, wo es jetzt echt knackig wird. So, wir fliegen jetzt hier gemeinsam hin, vereinigen hier unsere Flotten. Hat wieder ordentlich Battle Power gegeben für unseren Kollegen hier. Das ist wieder so ein Zerstörer, der ist echt. Also, der hat's echt nötig. Was ist das? Das ist nix. Ich baller den einfach mal hier weg. Tschüssikowski. Habe sogar eine Bombe dabei. Bumm. Haha. Tu doch was dagegen, wenn du kannst. Kannst du nicht, ich weiß. Deswegen sage ich es ja. So, hier haben wir wieder irgendwas fertiggestellt. Ich weiß gerade eben noch nicht exakt was. Es könnte ein Kreuzer gewesen sein. Ich baue aber nochmal ein Schlachtschiff. Ja, es war wohl ein Schlachtschiff. Und ich möchte das Schlachtschiff so schnell wie möglich hier haben. Der hier ist angekommen. Kolonisiert jetzt hier diesen verstrahlten Planeten. Klein verstrahlt ergiebig. Und die Sonne schmilzt uns den Lack von der, vom Stahl. Oder es ist ja eigentlich schon Adamantium oder sowas in der Art, ne? So. Ach, shit. Fällt mir jetzt erst auf. Moment, das müssen wir anders machen. Der hat ja hier. Na, nächste Runde. Nächste Runde können wir das abreißen. Dann baust du jetzt einfach schon mal für Geld das dahin. Und dann wechseln wir da dann die interplanetare Verwaltung. Nicht interstellare, sondern interplanetare Verwaltung. Bodenanreicherer ist in einer Runde hier gebaut. Und dann machen wir danach direkt das Terraforming. Das verbessert nämlich auch die Wachstumsgeschwindigkeit erheblich. Hier machen wir noch die Biosphären hin. Die kaufen wir auch schon. Dann haben wir nächste Runde wieder ein paar Dinge, um die wir uns kümmern können. So, willkommen im Zeitalter der Aufrüstung. Ich glaube, das könnte wieder so eine richtig epische Schlacht geben, falls die This kommen. is GNN. Oh, wir bekommen Geld geschenkt. This is something you don't see every day. Or ever, if you are a Nolum. A wealthy merchant has contributed an impressive sum to the Cylon Contact. Ich fand den Gag gerade eben so geil. Das siehst du niemals, wenn du Gnolaner bist, weil die ja nicht im Spiel drin sind, ne? Da freut sich der Psilon-Schäuble. Ach ja. Wäre auch geil, wenn man wenn man so Ministerien vergeben könnte, oder? Das wäre doch auch geil. Oh ja, Boss. Ich dachte, ich hätte euch. Nee, habe ich nicht. Ich habe euch anscheinend nicht umgestellt. Moment, jetzt muss ich die Typen dann doch hier runterstellen. Eieiei. 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 Und zack.
Gut. Dann. Was bauen wir dann? Schmeißen wir einen Titan in die Landschaft. Nachdem wir ohnehin schon einen gebaut hatten. Wups. Vier Runden ist er da. Und jetzt haben wir hier einen erdähnlichen Planeten, wie er im Buche steht. Wobei, ganz im Ernst, ich glaube, ich mache den zuerst noch zu Gaia. Bevor wir uns um den anderen kümmern. Ich glaube, wir machen den erstmal zu Gaia. Dann machen wir den hier. Den beschenken wir mit einem ordentlichen Strahlungsschild. Jetzt möchte Haubi meine Übertragung sehen. Sorry, Haubi, ist gerade nicht. Ich nehme gerade fürs Let's Play auf. Finde ich so lustig. Leute wollen immer zuschauen. Vielleicht sollte ich das einfach pauschal erlauben oder so. Dann gibt es keine Anfragen mehr. Gucken wir mal. Der Punkt ist halt der, ihr seht es dann, aber ihr hört es halt nicht, ne? Das ist, also was ich sage, ich weiß nicht, wie spannend das dann für euch ist, wenn ihr es nicht hört. Was ich da so palabere. Das haben wir auch hingekriegt. Da oben. Ich möchte, dass ihr da oben jetzt aufhören zu streiken. Das ist momentan auch so ein recht wichtiges Anliegen, finde ich für mich. So. Den hier haben wir jetzt in einen Wüstenplaneten verwandelt. Unser Dune-Planet. Und ich bin am Überlegen. Der ist eigentlich, was die Defensive angeht, halbwegs gut ausgebaut. Er könnte das hier noch vertragen. So, warte mal. Und jetzt gehen wir mal her. Wir haben Geld. Ich möchte investieren. Wie viele kann ich kaufen? Kann ich 10 kaufen? Kaufen. Konnte ich easy kaufen. Kann ich nochmal 5 kaufen? Kaufen. Kann ich nochmal 2 kaufen? Kaufen. Ja. Also wir haben gerade eben wieder ordentlich getätigt. 26 haben wir es ja erhalten. Jetzt 100% hier. Wir haben unser Bruttoinlandsprodukt beträgt jetzt schon 41% des gesamten Bruttoinlandsproduktes. Wir gucken mal beim Pfad zum Sieg. Wirtschaftssieg, da müssen wir wie viel halten? 42%. Also ein bisschen noch, ein bisschen die Terraner prügeln und dann haben wir's. Dann ist der Wirtschaftssieg in greifbarer Reichweite. Wie macht man einen Wirtschaftssieg? Man sorgt dafür, dass man selber ein möglichst hohes Einkommen hat. Das Einkommen, also nicht das Geld, was ihr habt, sondern das Einkommen ist entscheidend für einen höheren Wert beim Bruttoinlandsprodukt. Und alles, was ihr gebaut habt, also Raumschiffe, Strukturen, die haben einen Geldwert und der schlägt sich im Bruttoinlandsprodukt nieder. Was mache ich jetzt hier auf Aroch 3? Deswegen könnte man auch hergehen und. Warte mal, das hier. Einfach zack, kaufen. Das ist nicht. Warte mal, halt. Warum bist du hier? Ah, doch, ja, weil hier schnell eine Bevölkerung entstehen soll. Mein Fehler, es war logisch und ich hab's nicht erkannt. So. Moment, wir gehen jetzt mal. Nee, wir bleiben tatsächlich jetzt mal hier stehen mit der Flotte, weil so ist sie in beide Richtungen recht flott einsetzbar. Die Flotte ist flott einsetzbar, ne? So soll's sein. Deswegen heißt sie auch Flotte. Aha, da kommt er wieder und will was bauen. Das ist quasi hier unser Grabenkampf, der hier stattfindet, so ein bisschen. Hallo Schlachtschiff. Kannst direkt weiterfliegen. So, und hier Shader. Shader schafft es, wird ein toller Planet, braucht aber jetzt noch einen Artemis-Systemschutz. Denn man weiß nie, was da als nächstes kommt, auch wenn hier keine echten Gegner in der Nähe wohnen. Ach, das ist so ein Hammerplanet, ey. Das ist, man fasst es eigentlich nicht. Es sollte verboten sein, dass solche Planeten einfach rumstehen. Ich baue jetzt mal hier die interplanetare Verwaltung. Denn die hier sind eigentlich schon so weit, dass sie unterstützen können oder weitgehend zumindest. Er hier auf jeden Fall.
So, und hier haben wir jetzt den unfruchtbaren Planeten. Ich möchte hier jetzt natürlich nicht exportieren. Wie lange braucht der noch? Der braucht noch 4 Runden. Dann bauen wir das hier. Das braucht jetzt 3 Runden. Da brauche ich jetzt auch kein Geld ausgeben, weil das ziemlich sinnlos ist. So, du gehst hier in die Defensivhaltung. Gut. Das ist momentan wirklich so eine Art ja, Waffenpause gerade eben zwischen mir und dem Terraner. Weil, glaube ich, beide Seiten sich noch nicht so ganz im Klaren darüber sind, wie sie das jetzt machen sollen. Wahrscheinlich wird jetzt hier aufgerüstet, truppentechnisch ohne Ende. Ich fände es gut, wenn da auch mal hier bei Matar ein bisschen Bevölkerungswachstum stattfinden würde. Fände ich schon nicht schlecht. Und ein bisschen Verteidigung, so à la Sternbasis, darf auch gerne da sein. Gut. Ich bin übrigens immer noch darüber überrascht, wie viel wir hier so ohne weiteres uns sichern konnten. Also so an Raumbereich. Nachdem wir die mit den Mirschern fertig waren, war das ja jetzt eigentlich gar nicht mal so schwer. Was kostet ein Klonzentrum, dass es hier schneller geht? Nicht so viel. Wir schauen mal in der nächsten Runde. Haben wir jetzt schon wieder mehr? Ne, warte mal, hier muss ich gucken. Immer noch bei 41%. Hat sich noch nichts geändert. Naja, kann ja sein, dass wir mehr Einkommen haben, aber die anderen arbeiten ja natürlich auch weiter. Die sind ja nicht faul. So, hier sind wir jetzt fertig. Warte mal, nee, die Roboberg-Arbeiter fehlen hier noch. Anzeigen. Interplanetare Verwaltung. Ausmustern. Fertig. Braucht ihr hier 3 Runden? Das ist in Ordnung. Hier schiebe ich jetzt die interplanetare Verwaltung zwischen. So. Und dann seid ihr plötzlich ja nämlich arbeitslos, aber wir nutzen die Zeit. Und bauen hier Kreuzer für eine Runde. Huch, hier verhungert ja gerade jemand. Finde ich nicht so geil. Planetare Supercomputer haben wir gar nicht mehr gebraucht. Auch hier bauen wir einen Kreuzer. Wupp. In der nächsten Runde dürfen die dann einem kleinen Planeten helfen, auf die Beine zu kommen. Hier könnten wir jetzt exportieren auf Aroch. Soll aber erstmal selber noch eine Sternbasis bauen. Und ich habe keine Ahnung, warum der da oben rumgammelt. Es gibt nichts mehr zu forschen, mein Freund. Ich weiß nicht, ob das dir noch keiner gesagt hat, aber es gibt nichts mehr zu forschen. Und hier sieht es genauso aus. Auf Firas. Ein Weltraumhafen für more money. So, das können wir eigentlich so lassen. Dann wird hier schneller produziert. Dann muss ich jetzt hier auch kein Geld mehr jedes Mal rausschmeißen. Ja, bau du mal den Neutronenbeschleuniger. Turn end. Ich muss mir jetzt echt überlegen, wie ich da vorgehe. Ich muss eigentlich diese Großflotte der Terraner irgendwo mal abfangen und zerlegen. Und hier wurde jetzt der Oscar wurde erwischt. Schade. Hier haben wir wieder das fertiggestellt. Die Forscher lasse ich da oben jetzt forschen. Jetzt machen wir das da. Genau, stimmt. Jetzt weiß ich auch, was wir hier fertiggestellt haben. Wir haben hier natürlich das fertiggestellt, was wir gerade eben gekauft haben. Logischerweise. So, ihr fliegt erstmal dahin. Auch du fliegst dahin. Und dann können wir jetzt auch hier exportieren. Und. Ups. Ja. Ist in Ordnung. Ich kümmere mich jetzt erstmal hier um. Noch mehr Geld.
Und hier haben wir den erdähnlichen Planeten geschaffen. Sweet. Dann machen wir allerdings auch gleich Gaia draus. Ah, nee. So rum gefällt mir das besser. Erst Geld, dann Gaia. Denn die Wirtschaft kommt ja wie immer zuerst. So, ja. Wie in echt halt auch, ne? Ist halt manchmal traurig. So. Lamasch. Gut, boah, wir haben wieder einiges gerade eben zu produzieren. Was soll denn der Quatsch? Macht ja gar keinen Sinn so. Und so schon gar nicht. Hier direkt Terraform? Nee, eigentlich muss ich erstmal einen Neutronenbeschleuniger bauen. Oder, warte mal, habe ich die interplanetare Verwaltung jetzt hier schon zur Option? Nee, habe ich noch nicht. Weil der nebenan hier, der braucht noch eine Runde. Ja, komm, dann bauen wir aber den Neutronenbeschleuniger jetzt für eine Runde und dann sollte das gehen. Welcome to GNN. Okay, die Sackgassen sind raus. GNN scanners can no longer detect the presence of any Sakra in the galaxy. We can confirm their annihilation is now complete. Okay. Krass. Was heißt das jetzt für uns und unsere Siegbedingungen? Wir haben jetzt dadurch immer noch 41%. Da hat sich interessanterweise gar nichts geändert. Wir haben 34, wir haben 24. Also hat sich für uns interessanterweise gar nichts geändert. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. So, ihr seid jetzt hier fertig. Und schmeißt jetzt hier eure interplanetare Verwaltung zum Fenster raus. Und könnt stattdessen hier nochmal einen Weltraumhafen bauen, um Geld zu verdienen. Na, jetzt. Lass dich doch wegklicken. So, dann ziehen wir euch hier runter. Ich glaube nicht, dass wir das in einer Runde schaffen, aber das ist Wumpe. So. Dann bauen wir nämlich hier die interplanetare Verwaltung. Die verhungern hier gerade eben fröhlich. Herzallerliebst. Das dauert aber zum Glück noch eine Weile. Wir haben es echt fertig gebracht, so viele Psylonen zu produzieren, dass sie anfangen zu verhungern. Das musst du erstmal fertig bringen. So, dann bauen wir das da. Danach das da. Und hier auf Firas bin ich mir einfach nicht sicher. Wir fangen mal mit der Marinekaserne an. Und wenn diese Marinekaserne gebaut ist, wir können hier eine Sternenfestung machen. Dann können wir endlich hier auch die großen Sachen bauen. Also ihr seht, wir haben jetzt schon 303 da oben, ne? Und wir könnten, wir haben noch. Ich glaube, noch ein Drittel unserer Planeten ist noch nicht ausgebaut, was Militär angeht. Wir könnten 400er Flotten aufstellen. So, Shader. Wir machen jetzt hier auch nochmal was für Money. Und danach bauen wir ein fortschrittliches Kolonieschiff. Nee, erstmal will ich das machen. Das geht dann sogar schneller. Dann kriege ich das fortschrittliche Kolonieschiff schneller gebaut. Und in Zukunft auch alles andere, was irgendwie ein Raumschiff ist. Oh Leute, wir sind so dermaßen über die Zeit. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss und Ade.